Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Asiaten geben so gut wie nie Trinkgeld einfach. Und gestern hatten wir eine 44er-Gruppe, Leute, 44 Leute. Und die sind dann auch noch abnormal anstrengend. Und dann geben die nie Trinkgeld. Und dann wollte der gestern zahlen, die Rechnung war 1700 Euro. Und keinen einzigen Cent Trinkgeld wollte er zuerst geben. Ich verstehe sein Problem nicht. Trinkgeld ist keine Pflicht. Wenn der Gast kein Trinkgeld geben möchte, dann ist es ihm selbst überlassen. Ich würde es von der Bedienung abhängig machen. Wenn ich schlecht bedient werden würde, würde ich auch kein Trinkgeld geben. Dann gucke ich ihn an, ich so, the tip is not included, girl. Und dann, er guckt mich an, er so, war richtig aggressiv, Leute. Also wenn mich der Kellner so auf das Trinkgeld anspricht, würde ich auch aggressiv werden. Ich so, ja, 10%, ne, 10% müssen drin sein, müssen. Und dann guckt er so und holt richtig sein Geld raus, richtig angepisst, hat er dann 170 Euro gegeben. Er hat dir also 170 Euro Trinkgeld gegeben und trotzdem machst du so ein Video und postest es auf TikTok.